Heute für euch, warum Wurmschwanz alias Peter Pettigrew einer der mächtigsten Zauberer aus Harry Potter war. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit Wurmschwanz alias Peter Pettigrew befassen. Wurmschwanz hat einen sehr schlechten Ruf. Er hat wohl den schlechtesten Ruf der gesamten Harry Potter Saga. Vielleicht mit Ausnahme von einer Person, Dolores Umbridge. Niemand, nicht einmal Wurmschwanz Verbündete, schätzen ihn sehr. Und einer der Gründe, warum die Leute auf ihn hinabblicken, war, dass sie ihn für unterwürfig und schwach hielten. Voldemort und die Todesser respektierten ihn nicht und schenkten ihm nie wirklich die nötige Aufmerksamkeit. Wurmschwanz war maßgeblich an Voldemorts Wiederauferstehung beteiligt und dennoch erhielt er keinen Respekt. Einmal wurde Wurmschwanz zu Snape geschickt, um ihm zu helfen, aber Snape behandelte ihn am Ende wie seinen Diener, was eine äußerst respektlose Geste war. Wurmschwanz war ein britischer, reinblütiger Zauberer, geboren 1960, mit blasser Haut, ungesundem Haar, das ständig ausfiel und blauen Augen. Er war eine wehleidige Figur, dessen Loyalität nur dort lag, wo es Macht gab, und er schätzte weder Freundschaft noch Liebe. Obwohl er irgendwann beide Seiten des Kampfes diente, wurde er von keiner respektiert, und diejenigen, die Wurmschwanz verriet, hassten ihn, weil er moralisch gesehen ein schrecklicher Mensch war. Und obwohl ich der Meinung zustimme, dass Wurmschwanz moralisch gesehen ein verachtenswerter Mensch war, habe ich nicht den Eindruck, dass er ein untalentierter Zauberer war. Meiner Meinung nach ist Wurmschwanz einer der am meisten unterschätzten Charaktere in der Saga, was seine Macht angeht. Denn wenn wir alles aufschlüsseln, sehen wir, dass er tatsächlich in der Lage war, eine ganze Menge zu erreichen. War er der mächtigste Zauberer aller Zeiten? Definitiv nicht. Aber gab es schlechtere Zauberer als ihn? Auf jeden Fall. Viele Hexen und Zauberer schrieben seine magischen Fähigkeiten aufgrund seines Aussehens und seiner sanftmütigen Haltung ab. Die Wahrheit ist, dass Pettigrew ein talentierter Zauberer war, aber er war auch geistig schwach und beeinflussbar. Sicher, Pettigrew war nicht gut in der Schule, aber das kann viele Gründe gehabt haben und jeder weiß, dass viele Menschen in den ersten Jahren in ihren jeweiligen Fächern und in der Schule Schwierigkeiten haben. Es ist durchaus möglich, dass er einfach ein Spätzünder war. Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass Pettigrews Freunde ihn nie wirklich respektiert haben. Nachdem er jahrelang abgewiesen und nicht ernst genommen worden war, erreichte Pettigrew einfach den Punkt, an dem er unabhängig von denen, die er kannte, nach Macht strebte. Als er sich an Voldemort wandte, sah Pettigrew die Chance, sein eigener Herr zu werden. Voldemort sah wahrscheinlich, dass er zwar gut in Magie war, aber auch geistig schwach und das nutzte er natürlich aus. James, Sirius und Lupin waren letztendlich gute Menschen, aber in ihrer Jugend waren sie auch arrogante Idioten und Pettigrew, auf den sie ständig herabblickten, traf schließlich eine Entscheidung, so schrecklich sie auch war, sie zu verraten. Pettigrew wuchs im Schatten der anderen auf. Wären die historischen Umstände nur ein wenig anders gewesen, wäre er vielleicht schon wenige Jahre später aufgeblüht, endlich frei von den ziemlich aufgeblasenen und arroganten Freunden, mit denen er seine Teenagerjahre verbringen musste. Während seiner Schulzeit äußerte Professor McGonagall, dass Peter weniger begabt sei als seine Freunde und ging sogar so weit zu sagen, dass er ein hoffnungsloser Duellant sei. Und als er Lord Voldemort diente, bezeichnete er ihn ebenfalls als einen schlechten Zauberer. Bei seinen Jugendfreunden, den Rumtreibern, gab es jedoch kaum Anzeichen dafür, dass Peter wesentlich weniger begabt sei als einer von ihnen. Und die anderen drei, Sirius Black, James Potter und Remus Lupin, waren alle drei sehr talentierte Zauberer. Tatsächlich sollte Wurmschwanz später in den dunklen Künsten viel bewandter und mächtiger sein als alle anderen. Er brachte es auf eine ganz andere Ebene. Warum ist Wurmschwanz also so schlecht verpackt? J.K. Rowling selbst äußerte sich zu diesem Thema. Es stellte sich heraus, dass er ein besserer Zauberer war, als sie alle ahnten. Die Wahrheit ist, dass Peter, wenn er wirklich gefordert wurde, sehr viel erreichen konnte. Werfen wir einen Blick auf einige seiner Leistungen. Mit der Hilfe der anderen Rumtreiber konnte Peter bereits im Alter von 15 Jahren ein Animagus werden. Die Hogwarts-Professorin für Verwandlung, Minerva McGonagall, schaffte dieses Kunststück erst im Alter von 17 Jahren und sie stand unter direkter Anleitung vom Verwandlungsmeister Albus Dumbledore. Das macht nochmal deutlich, wie beeindruckend diese Leistung eigentlich war, obwohl sie von seinen Freunden unterstützt wurde.
Peter, der eine normale Zaubererschule ohne besonderen Schwerpunkt besuchte, erreichte dies sehr, sehr früh für sein Alter. Peter war natürlich ein unregistrierter Animagus, was bedeutet, dass er seinen Animagus-Status nicht dem Zaubereiministerium gemeldet hat, was normalerweise alle Animagi tun müssten. Das erlaubte ihm, seine Fähigkeiten zu missbrauchen. Dumbledore drückte es treffend aus, als er sagte, dass Animagi in der Regel Menschen sind, die versuchen, einer Bestrafung zu entgehen, wenn sie das Gesetz gebrochen haben. In seiner Animagus-Form versteckte sich Pettigrew vor dem Orden des Phönix, den Todessern und dem Ministerium. Er war sogar in der Lage, seinen Tod vorzutäuschen. Nachdem er Sirius nach Voldemorts erster Niederlage entkommen war, gelang es ihm, ihm seine Verbrechen anzuhängen und dann seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Danach lebte er jahrelang in seiner Animagus-Form, einer Ratte. Pettigrew blieb 12 Jahre lang in seiner Animagus-Form, was sicher nicht einfach war, und wurde zur Hausratte der Familie Weasley, Krätze. Pettigrew wurde nicht nur zur Animagus-Form, einer fortgeschrittenen Form der Verwandlung, sondern beherrschte auch die Beschwörung, eine weitere, sehr fortgeschrittene Form der Verwandlung. Beschwörung, die es dem Einzelnen ermöglicht, einen Gegenstand aus dem Nichts zu verklären, wurde nur begabten Schülern auf der Newt-Stufe beigebracht. Pettigrew wendet die Beschwörung 1996 an, durch die der Dunkle Lord zurückkehrt. Es wurde behauptet, dass die einzige Form der Verwandlung, die schwieriger ist als die Beschwörung, die Verwandlung in einen Menschen ist, was ihm auch gelang. Peter war unter Voldemorts Anleitung in der Lage, sowohl den Körpertrank als auch den Regenerationstrank herzustellen. Der erste Trank ermöglichte es Voldemort, seine grundlegende Form zu erlangen, und der zweite Trank gab dem Dunklen Lord seine frühere Kraft zurück. Bei beiden Tränken handelte es sich um hochentwickelte, dunkle, magische Tränke, mit denen Pettigrew keinerlei Erfahrung hatte. Peter half auch Barty Crouch Jr. bei der Herstellung des Vielsafttrankes, mit dem Crouch die Identität von Alistair Moody annehmen konnte. Das führt uns zu Peters nächster Fähigkeit, dem Duellieren. Obwohl Professor McGonagall in seinen jüngeren Jahren sagte, er sei hoffnungslos im Duellieren, war Pettigrew bei zahlreichen Duellversuchen ziemlich erfolgreich. Um an die Zutaten zu kommen, die er brauchte, um Crouch als Alistair Moody auszugeben, musste Pettigrew versuchen, Moody eine Falle zu stellen, was ihm zusammen mit Barty Crouch Jr. auch gelang. Alistair Moody war ein schottischer Zauberer reinen Blutes und wird von vielen als der berühmteste Auror aller Zeiten bezeichnet. Moody war Mitglied des Orden des Phönix und Fänger dunkler Zauberer. Moody diente im Ersten Zaubererkrieg mit großer Auszeichnung und verlor im Kampf gegen die Bösewichte ein Auge, ein Bein und eine Nase. Moody ist persönlich für einen großen Teil der Hexen und Zauberer in Azkaban verantwortlich, was ihm in der Gemeinschaft der dunklen Zauberer einen guten Ruf einbrachte. Das macht Pettigrews Erfolg, ihn gefangen zu nehmen, umso größer. Außerdem, obwohl es kein großes Duell war, hat Pettigrew Cedric Diggory mit Avada Kedavra schnell erledigt. Obwohl Cedric jung war und es nicht kommen sah, galt er als begabter Schüler und hatte keine Chance gegen Wurmschwanz. Dies spricht auch für Pettigrews Fähigkeiten in allen Bereichen der dunklen Künste, denn Avada Kedavra ist kein besonders leicht anzuwendender Zauber. Avada Kedavra ist einer der drei unverzeihlichen Flüche und um ihn richtig anwenden zu können, ist äußerste Konzentration erforderlich. Außerdem setzte Pettigrew 1981, im selben Jahr, in dem er Sirius den Tod von 12 Muggeln anlastete, einen dunklen, fortschrittlichen und mächtigen Sprengfluch ein. Der Fluch war stark genug, um 12 Menschen zu ermorden, hunderte von Metern Kanalisation zu zerstören und einen 40 Fuß großen Krater in den Boden zu hinterlassen. Ich bin mir sicher, dass Peter in den dunklen Künsten weitaus geschickter war als die anderen Rumtreiber. Zusätzlich zu den oben genannten Errungenschaften war Peter auch an der Herstellung und Gestaltung der Karte des Rumtreibers beteiligt. Er zeigte eine extreme Vielseitigkeit bei Zauberstäben, indem er scheinbar alle Zauberstäbe, die er in die Finger bekam, ohne Probleme benutzte, obwohl er noch nicht die Treue des Zauberstabs gewonnen hatte. Zauberstäbe und Beschwörungsformeln helfen Hexen und Zauberern im Allgemeinen dabei, ihre Magie zu kanalisieren und so ein genaueres und wirksameres Ergebnis zu erreichen. Wirklich mächtige Hexen und Zauberer sind jedoch in der Lage, unabhängig von diesen beiden Faktoren zu zaubern. Peter war einer dieser Zauberer. Wie du siehst, konnte Pettigrew während seiner Zeit in der Zaubererwelt eine Menge erreichen. Sicher, wenn es um Todesser geht, ist Pettigrew kein Snape oder Bellatrix, aber er ist nichtsdestotrotz ein ziemlich mächtiger Zauberer geworden.
Und das war's auch wieder mit diesem Video und Peter Pettigrew. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.